Ich bin Dennis. Das ist Divya. Hallo. Ich bin Dana. Wer bist du? Dalina. Ich bin Delani. Ich bin Dion. Und zusammen sind wir Team Siegmeier. So, dann machen wir heute mal wieder ein schöneres Video als die letzten, nur vom Umzug. Ne? Was machen wir jetzt, Lini? Nach Mallorca fliegen. Juhu! Mallorca. Mallorca. Und davor, jetzt fahren wir erstmal mit dem Bus nach Frankfurt. Genau. Und dann fliegen wir mit dem Flugzeug nach Mallorca. Yay! Warte gleich, Divi. Wir spielen stille Post. Siegmeier hat ihren Lastenwagen abgeholt. Drei können noch mitfahren. Madivi, so ein großes Auto. Kuckuck! Großfamilie unterwegs auf Mallorca. Hallo! Neun Sitze. Jetzt ist schon abends. Jetzt gehen wir Abendbrot essen und ins Bett, ne? Nein, noch Fernsehen gucken. Och, und morgen springen wir im Pool. Ja, noch ein bisschen Fernsehen gucken, ne? Okay. Wir sind gerade auf der Fahrt zu einem Hotel. Genau. Das Navi hier, es sagt die ganze Zeit die Straßen an und das sind die ganze Zeit so spanische Straßen, die hören sich richtig komisch an. Genau. So, wir haben jetzt das Bettenlager aufgeschlagen. Wir brauchen ja immer alle Sofas und alle Betten. Gute Nacht. Gute Nacht. Heute schläft Delani mit Papi. Gute Nacht. Gute Nacht, Papi. Gute Nacht. Jetzt müssen wir hier erstmal überall das Licht ausmachen. So. Hinlegen, du Schnuckel. Hey. So. Es ist ja immer rege Diskussion, wer mit wem schläft. Und am liebsten wollen natürlich alle mit Mama und Papa schlafen. Deswegen wird immer getauscht. Heute schläft Dalini bei mir. Und Delani mit Papa. Und Dion hier auf dem Chefbett. Und morgen wird durchgetauscht, ne, Divi? Guten Abend. Wir trinken jetzt nochmal die Milch. Morgen schlaf ich bei Papa. Genau. Sag mal guten Morgen. Guten Morgen. 8 Uhr, wir sind die Ersten beim Frühstück. Wir haben ja nur 2 Tage. Und dann geht's wieder zurück. Und in die Schule. Und wir noch nicht. Nee, ihr habt noch ein bisschen frei. Deswegen müssen wir den Tag genießen, ne? Divi? Divya, komm mal. Divya, komm. Warte, Dion. Wir sind direkt da. Ja. Aber das Gute ist, wir haben den besseren Ausblick. Und wo ist der Kinderpool? Kinderpool. Und wie kommt man da hin? Okay, dann komm. Wo? Da hinten. Ach, hier unten auch. Guck mal, da hinten kann man in einen extra Pool gehen. Da gibt es Eis. Oh, und hier ist die Kinderrutsche. Ich würde die an die Mitte nehmen.
Also ich putze alle auf einmal. So, eigentlich wollten wir ja die 2 Tage, die wir nur hier sind, von morgens bis abends nutzen. Um 6 war Divi wach und hat alle wach gemacht. Um 8 waren wir schon am Pool. Nur leider darf man erst ab 10 in den Pool, was ich ein bisschen schade finde, weil jetzt sitzen wir hier und naja, Papa und die Kinder sind beschäftigt, aber ich würde lieber am Pool liegen. Gute Lani! Ja. Gute Lani! Auch Schuhe ausziehen? So, jetzt wird's warm. Ja, jetzt wird's warm, weil ihr hier lauft. Och, och. Jetzt warst du schon so schnell. Hätte er knapp, oder? Ja, hätte du ruhig das Video oder Pink gesehen. Warte, warte. Nein, nein. Nein. Divi, bitte schwimmen geht. Divi. Nicht rutschen, warte, Divi ist da. Hin? FM. Beide? Wo gehen wir hin? FM. Freust du dich? Ja. Ja. Ich auch. Divi. Klopf, klopf. Hallo. Salina, sieh mal, ja, die spanische Tänzerin. Die spanische Tänzerin. Divi setzt sich einfach dazu. Divi und Papa wollten mal einen zusammen, nur die Männer. Dann fotografiere sie nicht. So, und jetzt macht Mama noch eins. Sie hat noch nicht einmal drauf gedrückt. Mami, Mami. Would you walk
Meine Mann! Deine Mann wird hier mal rutschen. Ja! Früher Abflug. Sonst sind sie immer früh wach. Und heute schlafen sie noch. Guten Morgen, Divi. Deladi, du Eule, aufwachen. Wir essen am Flughafen, ja? Warum? Weil es hier noch gar kein Frühstück gibt im Hotel. Pass auf, Divi. Kann mir jemand bitte die Schuhe von der Lini aus dem Schrank geben? Ja. Eine habe ich. Uhr morgens. Langsam wird's hell auf Mallorca. So, Schreck am Morgen. Eigentlich fliegen wir nach Stuttgart, aber jetzt hat der Flieger 5 Stunden Verspätung, was sehr schlecht ist, weil Dennis zum Training muss. Deswegen stehen wir jetzt nicht mehr bei Condor, sondern bei Ryanair. Und buchen neu. Wir sind jetzt hier über den ganzen Flughafen gerannt, von TUI zu Lufthansa zu überall und haben geguckt, ob wir Stuttgart, Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe fliegen können. Jetzt haben wir einen Flieger, 10.35 Uhr nach Frankfurt, müssen also alles neu buchen. Ich hoffe, wir kriegen das andere wieder. Der hat 5 Stunden Verspätung, also mal so 1-2 Stunden hatte ich auch schon, aber 5 Stunden. Ja, deswegen buchen wir jetzt einfach mal neu. So, also, wir sollten 9.25 Uhr nach Stuttgart fliegen. Der fliegt jetzt erst um 14 Uhr ab. Um 16 Uhr hat Dennis Training. Das heißt, wir haben jetzt umgebucht und fliegen jetzt um 10.20 Uhr mit Ryanair nach Frankfurt. Es ist ein Riesendrama. Und ja, aber wir haben es geschafft. Nachdem wir jetzt umgebucht haben, auf einen späteren Flug nach Frankfurt, hat auch dieser Flug Verspätung, was wirklich schlecht ist, weil Dennis zum Training muss. Und ja, jetzt haben wir schon geguckt, ob Dennis alleine vorfliegt, dass ich mit den Kindern halt die Verspätung aussitze und Dennis alleine fliegt, aber es ist alles nicht mehr möglich. Ich weiß auch gar nicht, warum hier so Ausnahmezustand ist, weil ja gar keine Ferien mehr sind. Die gehen ja die Woche jetzt alle zu Ende, aber keine Ahnung. Wir warten mal, was noch so passiert. Es ist jetzt 10 Uhr, eigentlich wären wir schon in der Luft und eigentlich sollen wir jetzt um 10:30 starten und um 1 in Frankfurt sein, dann ist es ganz knapp, aber mal sehen.
wir sind in Frankfurt gelandet. Dion. Und Dennis schafft es gerade so pünktlich zum Training. Aber gerade so pünktlich. Wir sind um 6 Uhr aufgestanden, weil unser Flieger eigentlich um 9 Uhr gehen sollte, damit wir ganz pünktlich landen und noch genug Zeit haben, dass Dennis zum Training kommt um 15 Uhr. Jetzt sind wir ganz knapp, aber immer noch pünktlich mit ein paar Laufeinheiten am Flughafen und ein paar Telefonieren und hin und her. Aber es hat geklappt. Wir wurden auch wieder auseinandergesetzt im Flugzeug. Da waren auch diesmal nette Leute, die uns die Plätze frei gemacht haben und getauscht haben, dass ich mit den beiden Kleinen sitzen konnte und Dennis mit den beiden Großen. Und jetzt ist die Geduld auch zu Ende und wir sind gleich endlich zu Hause. Ne? Gruppe in die Sauna zeigen. Super, vielen, vielen Dank. Ja. Mein Papa geht jetzt zum Training. Tschüss. Tschüss. Nee, alle. Ah, super, okay. Danke. Viel Spaß. Pünktlich. 15 Uhr muss er da sein. Papa muss hier zum Training und es ist 10 vor 3. Papi muss hier zum Training. So, das war unser Video Kurzurlaub auf Mallorca. Ihr seht, es passiert immer was zwischendurch bei uns. Also ist es immer gut, unseren Kanal zu abonnieren und uns hier zu folgen und uns einen Daumen hoch zu geben für diese Videos, die ich hier mache mit euch. In der schlimmsten Not halte ich trotzdem die Kamera drauf. Also, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Ja! Ich würde jetzt gerne Wäsche waschen, aber ich habe immer noch keine Waschmaschine. Ja. Die wird heute erst geliefert und dann muss mir die noch jemand anschließen. Wirklich?